Der Kaiser hat was Neues hochgeladen, und zwar der aktuelle Apple War Pictures Skandal. Boah, ich weiß nicht, ob ihr alt genug seid, um euch noch an Apple War Pictures zu erinnern. Die waren damals, boah, das war gefühlt 2006, 2007 oder so. Da waren sie so mit Cold Mirror und als dann die Außenseiter aufkam und so, die waren so mit die ersten großen deutschen YouTuber. Ich weiß, heute sagen immer alle, die ersten großen YouTuber waren so Ape Crime und Liont und Bibi und, nee. Weit vorher, 5, 6 Jahre noch mal vorher. Da war Apple War Pictures. Die waren so mit die ersten. Haben so Sketche und sowas gemacht. Alles mögliche, Digga. War eine ganze Truppe. Und einer davon war Chan. Der hatte immer so einen Stinktierstreifen in seinen Haaren. Genau der Kollege. Und um den geht's jetzt anscheinend. Der hatte mich früher sogar mal geradet auf Twitch. 2, 3 Mal hintereinander. Voll krass. Ja, genau so fühlt sich aktuell die Karriere von Apple War Pictures an. Anfangs super. Jetzt eher nicht. Vielleicht noch dem einen oder anderen da draußen ein Begriff, eine distanzierte Memory, die irgendwo zwischen 3 Euro Dönerpreisen und Yu-Gi-Oh! Arm Extensions begraben ist. Und ich ziehe eine neue Karte, du bist dran. Ja. Okay. Wir sind in den frischen 2010ern, wo die größten YouTuber noch die Außenseiter, Cold Mirror oder eben auch Apple War Pictures waren. Hi, mein Name ist... Genau, das ist Chan. Chan von Apple War. Und das ich bin Rose. Und ich bin Krimi Spinner. Und ich bin Tommy von der FL Crew. Und ich bin Ali, ebenfalls von der FL Crew. Corner-mäßig sind wir irgendwo zwischen White Titty, Ape Crime und Fresh Torge, der by the way immer noch Sandra-Videos dreht und die immer noch mehr Klicks erreichen, als ich jemals sehen werde. Der macht immer noch Sandra-Videos? Und das gucken so viele noch? Was? Das sind wahrscheinlich die ganzen Kinder, ne? Das wird doch safe auf YouTube Kids ausgespielt, oder? Boah, ich weiß noch, Sandra und diese Art von Videos war schon 2011, 2012 lame. Was? Zieh mir Sandra immer rein. Was? Was? Ihr wisst schon. Da gab es so Formate wie so und so viele Dinge in so und so vielen Sekunden, Nerds versus irgendwas oder also generelle Comedy-Sketches. Leute, gefunden! Da habe ich wohl jemanden den Kopf verdreht. Genau das. Ja, 100%, das war YouTube Deutschland zu der Zeit. Ja, was wie's? Das war damals geil. Jedenfalls hat die Legacy von Apple War Pictures in den letzten paar Tagen einen fetten Hit kassiert, nachdem Grooming-Vorwürfe gegen Chan aufgekommen sind, der so ein bisschen so das Gesicht von Apple War Pictures war. Kurz, Matti erklärt. Grooming bedeutet, dass du, wenn du ein Groomer bist, dann nimmst du beispielsweise jetzt im Fall von Chan irgendwie ein minderjähriges Mädel, das für dich viel zu jung wäre, um da irgendeine sexuelle Beziehung zu haben, beispielsweise irgendwie 13 oder 14. So, und jetzt nimmst du die und führst mit ihr über Jahre hinweg so eine Art Beziehung im Sinne von, erziehst sie dazu, in dich verliebt zu sein, so dann, sobald sie 18 wird, du dir sagst, Kopfsprung, Yippie, rein da. Puh, rein da! War das gut erklärt? Was sagt ihr ja, ne? Es war wichtig an der Stelle, okay, das ist aktuell nur, es sind nur Rumors und so, es sind nur Gerüchte, es ist nichts bewiesen, es gibt auch kein Geständnis, es gibt kein Gerichtsurteil, nichts, ne? Es ist aber trotzdem auf Twitter extrem eskaliert. Da, wo alles eskaliert. Nur noch ganz kurz zur Info, okay, das Team von AWP, das war jetzt nicht, das konntest du nie so irgendwie festnageln oder sowas, wer da jetzt dabei ist und wer nicht. Ich selber, ich habe nie eine Ahnung gehabt. Auf applewarpictures.fandom steht, dass es zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich viele Mitglieder gegeben hat. Angeblich bis zu 14 Leute auf einmal und so. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mich nie auskannt und jetzt weiß ich auch warum. Wobei man auch dazu sagen muss, das war jetzt über den gesamten Zeitraum quasi von deren Existenz. Also sie haben ja 2006 angefangen und haben bis vor ein paar Jahren immer noch weitergemacht. Zumindest mehr oder weniger weitergemacht. Also 2016 wollten sie tatsächlich schon mal komplett aufhören, weil, weißt du, alle möglichen Leute in dem Team, die arbeiten dann an allen möglichen Projekten und sowas, halt extern von Apple War Pictures und man muss auch sagen, der aktuelle Content, der war nicht mehr so zeitgemäß. 50 Filme in 90 Sekunden ist jünger als Young Hoons legendärer Hit-Opernsänger. Das sind für mich, ja, sind das zwei verschiedene Epochen. Das ist wie der Fakt, dass Mahatma Gandhi in London studiert hat, während Jack the fucking Ripper noch immer Leute ermordet hat. Das ist, by the way, ein echter Fakt und es macht mich sehr unzufrieden. Mind blown. Ich setz noch einen drauf. Als die Pyramiden von Gizeh gebaut wurden, lebten noch Mammuts. Ja. Jedenfalls gab's 2019 so eine Art Neuauflage. Ein Rebrand. Nein, eigentlich ohne Brand. Nur Neuauflage, ja, von Apple War Pictures. Und sie haben gesagt, yo, wir droppen mal hier und da mal wieder ein neues Video. Es war kein Full Comeback, aber sie waren auf jeden Fall wieder back am Start. So wie wenn man eine Runde läuft. Bei diesen neuen Videos war dann auch ein neuer Charakter dabei. Und zwar Sam. Die war damals noch nicht am Start und sowas. Die war auch ein bisschen jünger und so. Das war dann auch die Person, die
in weiterer Folge dann die Grooming-Vorwürfe gegen Chan erhoben hat. Die neuen Videos sind halt nicht wirklich besser verlaufen als die alten. Also man muss dazu sagen, yo, Schnitt und sowas ist Bombe. Hier Belichtung, Ton und was weiß ich, was die ganzen Effekte und sowas, die waren am Start. Die waren super, aber es war halt immer noch der gleiche Humor von 2006. Also die Klicks haben gelitten. Kleiner Tipp, ihr solltet nicht versuchen, möglichst oldschool zu sein, sondern euch weiterentwickeln. Kleiner Tipp, wir perfektionieren lieber das, was wir können und haben daran Spaß, als dass wir langweilig werden und uns selber doof finden. Wir bleiben so, wie wir sind und Ende. Was ist denn da passiert im Schnitt, Kaiser? Guck mal, das war so richtig, richtig smooth irgendwie, oder? Guck mal, wie diese Zeilen hier einmal komplett... Achtung. Und uns selber doof finden. Wir bleiben so, wie wir sind und... Ende. Dein Mammut-Fact ist Cap, so, das muss ich jetzt selber einmal prüfen. Wann starb das letzte Mammut? Das Mammut starb Ende dann und dann vor etwa 11.500 Jahren in Europa und Nordamerika aus. Nur auf der kleinen Insel Wrangel im nördlichen Eismeer konnte sich bis vor etwa 4.000 Jahren eine Population von Mammuten halten. Vor 4.000 Jahren. So, wann wurden die Pyramiden gebaut? Die Pyramiden von Gizeh wurden 2700 bis 2200 vor Christus. Also vor 4.000 Jahren gebaut. Also genau das, was ich gesagt habe. Bam, so ein Ding nämlich. Und Ende. Wir werden schon besser mit Ton, Kamera, Beleuchtung und Flow. Wenn diese Art der Weiterentwicklung nicht reicht, tja, Pech. XD. Naja, der Kanal wurde dann schlussendlich wieder eingestellt und niemand hat jetzt wirklich gewusst, okay, kommt da jetzt noch was in Zukunft? Ich, Matti, bald 30 Jahre, gestehe, ich benutze nach wie vor XD. Einmal ganz kurz, einmal alle XD in den Chat, die immer noch XD benutzen. Also jetzt unironisch, die immer noch XD schreiben und Doppelpunkt D und Doppelpunkt Klammer zu. Einmal alle, guck mal, da sind sie. Da ist sie, die XD-Gang. Da ist sie im Chat versammelt. Warum lacht ihr eigentlich gerade alle? Guck mal, schieben sie einfach alle, Lachflash. Das Ding ist, ich kann jetzt nicht mehr auseinanderhalten. Schreibt ihr XD, weil ihr gerade lacht darüber, dass ich darüber lache, dass ihr XD schreibt? Oder schreibt ihr XD, weil ich gesagt habe, ey, schreib mal XD? Mein Gehirn kann es gerade nicht auseinanderhalten. In meinem Kopf ist gerade, ihr lacht alle. Das war jetzt aber ein richtiger Mindblow an der Stelle. Okay, weiter bitte. Mit wem kommt was, wenn was kommt, wann kommt was, wann kann ich mit was rechnen und sowas. Die Leute haben sich nicht wirklich ausgekannt, aber die Leute von Apple War Pictures, die Personen, die halt die ganzen Videos erstellt haben und sowas, die sind ja immer noch am Start. Die sind ja immer noch am Grinden und sowas. Die haben halt hier, keine Ahnung, andere YouTube-Kanäle befruchtet, what the fuck, betreut, wollte ich sagen. So, weißt du, halt... Befruchtet, Kaiser, was war das denn für ein freudscher Versprecher an der Stelle? Anderen Content gemacht oder waren auf TikTok unterwegs und sowas. Und so unter anderem auch Sam, dieser gerade erst dazugekommen, wenn man das so in Relation sieht, aber vor ein paar Tagen, weit nach dem Ende von Apple War Pictures, hat sie jetzt einen TikTok gepostet, das ich euch abspielen werde, ohne der originalen Musik, weil dann wäre ich gecopyright claimed. Let's go. Okay, das 15-jährige Ich, wie ich in Anführungszeichen beste Freunde werde mit jemandem, der mehr als doppelt so alt ist wie ich, weil es mein Idol war. Gute Übersetzung, oder? Meine Freunde hatten recht, ich wurde gegroomt. Vertraut niemals euren Idolen. Okay, meine Freunde. Achso, weil im Video der Text ist, ich habe ein schlechtes Gefühl bei dir. Okay, okay. Okay, es ist jetzt nicht so schwer herauszufinden, wen sie eventuell meinen könnte, weil immerhin hat sie geschrieben, yo, ich war damals 15 und er war mehr als doppelt so alt, also quasi über 30 und die meisten Leute kennen sie von Apple War Pictures oder von Chan und der ist eben heute 42 Jahre alt. Sam war nämlich auch tatsächlich vor 2019 schon im Background so ein bisschen aktiv und hat zum Beispiel als Synchronsprecherin für Chan eingesprochen. Also nicht als er, aber ja, es müsste halt und... Diese Nachdenkpause. Also mich hat die Nachdenkpause hier so ein bisschen erinnert an ApoRED, den allerechtesten, wie er gerade das Briefing vom Placement liest, oder? Gibt mir extrem genau den Vibe. Aber ja, es müsste halt um 2014 herum gewesen sein, dass Sam und Chan sich kennengelernt haben. Genau kann ich es auch nicht sagen, das leite ich hier einfach nur anhand von ihrem Alter ab. Und ich schätze mal, sie sind halt dann so ein bisschen so von Fan und quasi Idol, wie sie vorhin geschrieben hat, zu Teamkollegen geworden. Also er hat sie so langsam irgendwie mit rein integriert. Wie gesagt, AppleWarPictures.Fandom, Alter, mehr weiß ich auch nicht. Ist natürlich dann auch erstmal spekuliert worden, okay, geht es hier wirklich um Chan oder ist es irgendwer anderer oder sowas? Sie hat das dann auch relativ in die... Kaiser, Bro, was ist denn da im Schnitt passiert? Ich kann nicht lesen! Hä? Ich sehe so unscharf. Hab ich meine Brille nicht auf? Ist immer noch unscharf, Bruder. Also, Bro, ich kann nicht lesen! Direkt gesagt, wenn sie halt schreibt. Yeah.
Das war halt so ultra lang geblurrt. Guck mal, 5:07 geht's los. Und er redet schon über den Inhalt hier. Natürlich dann auch erstmal spekuliert worden, okay, geht es hier wirklich um Chan oder ist es irgendwer anderer oder sowas? Sie hat das dann auch relativ indirekt gesagt. Und er redet auch, Bruder, erst 10 Sekunden später wird das unblurred. Bro. Ich denke da gerade an eine Person, aber ich hoffe, diese ist damit nicht gemeint. Und sie antwortet, dann habe ich sehr wahrscheinlich Bad News für dich. Das Video an sich hat jetzt nicht allzu viel Aussagekraft und sowas, sag ich jetzt mal. Also es ist sehr indirekt, um wen es geht eben und vor allem halt, was passiert ist. Da könntest du halt jetzt alles mögliche reininterpretieren. Aber trotzdem hat es über 100.000 Klicks gemacht, woraufhin sie dann noch ein zweites Video gepostet hat, das ich wieder ohne Copyright Strike erfolgreich zeigen werde. Let's go. Okay. Bruder, wo kann ich denn meine Facecam hinpacken? Ey, hier. Songtext. Du hast viele Girls, aber die sind alle nicht 18, okay? Me not dropping a name in my last TikTok and people still immediately knowing who I was talking about is like end. Die Anschuldigungen gegen ein Mitglied von Apple War Pictures werden wir ernst nehmen. Being made against a member of are a matter we do not take lightly. Okay, das... Ich bin so verwirrt davon. Um Himmels Willen, versteht mich jetzt bloß nicht falsch. Ich will jetzt auf gar keinen Fall gehen auf ihr nicht glauben oder sowas, ne? Versteht mich bloß nicht falsch. Aber ich finde es immer so weird, dass Leute, die so etwas eventuell durchmachen, das dann mit so einer Art TikTok-Videos so versuchen zu verarbeiten. Ich weiß nicht, ich wäre da anders. Angenommen, das stimmt. Wenn ich sowas Schreckliches durchlebt hätte, dann würde ich nicht so seltsame TikTok-Videos machen. Ich glaube, da bin ich einfach zu alt, ne? Ich glaube, das ist einfach eine andere Generation, Digga. Aber ich würde halt jetzt, wenn mir was Schlimmes passiert, so, ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht so einen auf diesen machen, wisst ihr? Keine Ahnung, ich demonstriere mal, wie sich das für mich anfühlt. Das ist so, imagine, ich erzähle davon, ich wurde ausgeraubt auf der Straße, okay? Wisst ihr, was ich meine? Das ist doch, Bro! Versteht ihr, was ich meine? Wie weird das ist? Warum? Na gut. Ey, ich kann in ihren Kopf nicht reingucken, ne? Die Slow-Mo war gut, oder? Angenommen, das stimmt, was sie hier so sagt, dann wäre es halt für mich super weird. Aber okay, dann ist das ihre Art und Weise, das so zu verarbeiten. Ich weiß auch nicht, Alter. Aber ihr versteht meinen Gedanken, oder? Ich will jetzt gar nicht hier einen machen auf, nee, safe, labert die nur oder was weiß ich. Aber es ist seltsam. Ist nicht wirklich günstig, sage ich jetzt mal, in der Situation. Also zum einen, wenn man halt den Kontext mit einbezieht, dass er halt verhältnismäßig ein recht großer YouTuber war zu der Zeit, also sowieso schon zu der Zeit, und außerdem war er geschmackige 18 Jahre älter. Chan hat dann kurz darauf ein paar von seinen Social-Media-Profilen gelöscht, also quasi zum Beispiel seinen Instagram-Account oder der ist down oder wie auch immer. Es gibt ihn auf jeden Fall nicht mehr zu finden und er hat einfach generell gesagt, okay, das ist es jetzt für mich, ich höre jetzt einfach generell auf mit Social Media, ich bin done. Ob das jetzt direkt was mit den TikToks zu tun hat, das weiß man nicht. Ja, ist natürlich auch wieder ein sehr verdächtiges Timing, sag ich mal, ne? Wenn zu so einer Zeit dann plötzlich random irgendwelche Social-Media-Profile verschwinden oder so, oh mein Gott, ich sehe jetzt erst, dass der Cursor einen Mittelfinger zeigt. Ist euch das aufgefallen bisher? Geht's auch nicht. Oh mein Gott, der Cursor von Kaiser zeigt uns immer den Mittelfinger zum Abonnieren. What? Geht's auch nicht wirklich, aber er hat ein Abschiedsvideo quasi gepostet auf seinem Meerschweinchen-Kanal, die Meris, wo er sich zwar selber nicht zeigt, aber redet darüber, ey, das ist schon ein bisschen... Ich mache das schon so lange, es rentiert sich nicht mehr, es ist alles pretty much einfach zu viel für mich und sowas und das wird jetzt dicht gemacht. Ich höre auf. Ich mache keine Videos mehr. Ich mache das jetzt schon so lange und trete aus dem Internet raus und... 1, 2, 3, 4, 5, Digga, der hat einfach 5 Meerschweinchen. Der lebt einfach das Leben, Alter. Und seht ihr diese ganze Kacke überall? Boah, das weckt Erinnerungen. Wir hatten früher auch 2 Meerschweinchen. Und Junge, überall waren immer diese Kackwürstchen von den Dingern. Ich suche mir einen normalen Job. Ich verdiene auch nicht mehr so viel. Das ist... sich lohnt, nur noch von Twitch und YouTube leben zu können. Schon lange nicht mehr. Ich kümmere mich auch gar nicht mehr um Kommentare oder irgendetwas und die ganzen anderen Plattformen werden auch verlassen. Ich werde auch nirgendwo mehr irgendwas gucken. Wir werden auch auf nichts mehr antworten. Twitch wird übrigens auch eingestellt. PC wird verkauft. Ich habe auch einfach keine Ideen mehr. Ich habe keine... Krass, er macht einen kompletten Cut, ne? So diesen anderen Cut. Diesen alles ist vorbei Cut. Boah, das könnte ich, glaube ich, gar nicht. Also Stand jetzt unvorstellbar für mich. PC verkaufen, alle Profile löschen, komplett offline gehen? Boah, impossible. Kein Kopf mehr dafür. Ich kann einfach nicht mehr, okay? Ich konsumiere halt auch einfach viel zu gerne. Also ich gucke viel zu gerne ja auch YouTube, so. Okay.
Ich bin durch. Okay, Vorwürfe stehen im Raum, dass Chan irgendwas gemacht haben soll. Was genau, weiß man immer noch nicht konkret, aber man weiß, in welche Richtung das geht. Das hat sich aber dann letzten Dienstag geändert, also genau vor einer Woche, als ein bombastischer Twitter-Rant erschienen ist, kann man fast schon sagen. Und den gehen wir jetzt mal gemeinsam durch. Okay, also jetzt doch nicht, oder was? Ich möchte die Karten endlich auf den Tisch packen. Bei meinen TikToks bezüglich Grooming, den Tweets, dem ganzen shady Shit etc. geht es, wie die meisten eh schon vermutet haben, um Chan. Ja, Chan hat mich und genügend andere gegroomt. In meinem okay, warte, ich will das alles sehen. Was wurde hier denn noch gepostet? Ja, die TikToks, um die es geht, genau, die hatten wir ja gesehen. Ja, erstmal, weil mich unter den TikToks viele nicht erkannt haben, ich nicht weiß, wer das hier alles zu Gesicht bekommt. Hi, ich bin Sam oder Ash. Wenn ihr damals Apple War die Miris oder Chan geschaut habt, kennt ihr mich unter dem Namen Lucy. 2021 habe ich mich als nicht-binär geoutet, somit auch mein Internetnamen, mein Usernamen geändert. Darum war ich damals für viele plötzlich von Social Media verschwunden. Das nur für Kontext. Zurück zum eigentlichen Thema, okay? Chan hat mich und genügend andere gegroomt. Genügend andere? Oh, das ist... Dass sie jetzt sagt, mich und genügend andere, das ist dann jetzt wieder so eine richtig krasse Anschuldigung, ne? In meinem Fall haben wir uns damals, ich noch als Fan mit 15, er als mein damals Lieblings-YouTuber mit über 30 kennengelernt, uns sehr gut angefreundet und dann ging es auch sehr schnell in die sexuelle Richtung. Diese Freundschaft plus ging dann die ganzen Jahre. Okay, oh mein Gott, Freundschaft plus, aber das ist ja jetzt in Anführungszeichen, also es war nicht körperlich oder wie? Wenn man solche Vorwürfe raushaut, muss man dann auch irgendwelche Beweise liefern, ne? Also entweder Screenshots, die das belegen oder was auch immer. Einfach nur zu sagen, er hat das und das gemacht, ist sehr schwierig, weil dann natürlich die Glaubwürdigkeit bei so einem heiklen Thema. Ja, ihr wisst, wie das läuft, ne? Wenn so eine Anschuldigung ist, ihr wisst, wie die Gegenseite dann plötzlich kommt und was für eine Hatewelle sie dann jetzt auch an der Stelle bekommt, beziehungsweise gar nicht sie, ne? Sondern they, them. Boah, Bruder, ich bin raus, Bruder. Ist ja alles zu kompliziert geworden. Aber ja, ihr wisst schon. Okay, weiter. All die Jahre, in denen wir Videos gemacht, von Convention zu Convention gereist sind und sonstiges öffentlich gemacht hatten. Bis zu dem Zeitpunkt, als ich dachte, ich wäre lesbisch. Zu dem Zeitpunkt habe ich ihn gebeten, den Plus-Teil zu beenden. Und als er gecheckt hatte, dass das wirklich beenden bedeutet, haben wir es auch eingestellt. Nicht lange danach verlief sich unser Kontakt zueinander immer mehr und hörte schließlich auf. Mein People-Pleaser-Arsch wollte dann den Kontakt einfach ins Nichts verlaufen lassen, weil ich Angst vor Konflikten hatte. Das ging auch eine Weile ganz gut, bis er sich wieder bei mir gemeldet hatte. Dann hatte ich den Mut gefasst, ihm den Song 18 Plus von Seeing Queen samt Screenshot der Lyrics geschickt und ihn blockiert. Das ist, by the way, der gleiche Song von dem zweiten TikTok, das sie gepostet hat. Da geht es um Grooming in der Rock-Szene und generell solche Geschichten. Sie hatte aber trotzdem keinen Bock, sich direkt zur Zielscheibe zu machen, so was auch verständlich ist, weil erstens, du weißt ja nicht, okay, wie viel Support hat Chan noch, wie viele Leute stehen hinter ihm und du hast halt extrem viel Aufmerksamkeit auf deinem Profil von Leuten, von denen du noch nie was gehört hast. Leute, von denen du nicht weißt, was für Absichten sie haben und außerdem kann das auch einen fetten Gerichtsprozess halt mit sich ziehen, wie das damals bei ApoRed und Carina Push war. Aber sie hat auch gesagt, dass der Fall von Carina Push sie so ein bisschen dazu angestoßen hat, quasi, dass sie jetzt das... Ja, es ist halt ohne Beweise, ohne Gerichtsverfahren und alles, finde ich es immer sehr, sehr schwierig, damit jetzt umzugehen. So, du willst natürlich nicht vorverurteilen, du willst nicht auf ihn jetzt gehen und sagen, jo, er ist schuldig, wenn es keine Beweise gibt. Du willst aber ihr natürlich jetzt auch nicht sagen, ihr der Person jetzt nicht sagen, jo, du lügst, sondern du willst ja erstmal beiden Seiten irgendwo glauben und neutral dem Ganzen gegenüber sein. Und das ist unglaublich schwierig. Ah, das ist so, so, so schwierig, damit umzugehen, finde ich. Oh Mann, ey. Öffentlich macht. Ich war sehr überrascht, dass Leute sofort wussten, um wen es sich handelt. So kam es zum zweiten TikTok. Dann kam direkt einen Tag später für mich ein Schlag ins Gesicht. Er stand vor meiner Haustüre. Oh mein fucking Gott. Er wollte sich bei mir entschuldigen. Sagte mir, er sei inzwischen in Therapie wegen vielem, aber auch, weil er auf Minderjährige steht. Ach, das ist so schwierig ohne Beweise. Oh Gott. Mann, was macht man denn in der Situation jetzt? Was mache ich jetzt und was macht ihr jetzt als Außenstehende, die damit nichts zu tun haben? Was machen wir jetzt? Ruhig bleiben, Holy trinken und warten, bis es irgendein Gerichtsverfahren gibt oder nichts, wa? Eigentlich nichts. Jetzt, wo er sich zurückgezogen hat, habe ich weniger Angst, dass da was von seiner Seite auskommt, wenn ich endlich richtig den Mund aufmache. Ich sag's nur nochmal dazu, ich habe keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht. Ich bin da zufällig nicht daneben gestanden oder sowas. Das ist halt jetzt nur eine Seite. Ich hätte, wie gesagt, jedes Statement, alles, was Chan in die Öffentlichkeit gepackt hat, dann sowas, alles, was er möchte, dass die Öffentlichkeit sieht, hätte ich hier auch reingegeben, aber es gab halt einfach noch nichts. Ich habe auch keinen Plan, ob das stimmt, dass er deswegen in Therapie ist oder nicht. Ich weiß halt nur, dass er es ist, weil er hat das selber in seinem Twitch-Stream gesagt. Hast du über eine Therapie nachgedacht? Ich bin in zwei Therapien. Aus zwei völlig verschiedenen Gründen. Eine, weil ich Leuten beschissene Scheiße angetan habe und eine, weil ich psychisch total fucking am Ende bin.
Wie gesagt, das ist schon mal gut, dass er dann in Therapie ist. Das ist doch gut. Boah, ich find's so schwierig, da jetzt irgendwas zu sagen, ne? Aber ja, die Sounds sind ultra stressig. Habt ihr gerade wahrgenommen, wie nervig das mit diesen Sounds ist? Genau deswegen habe ich diese Sounds damals instant deaktiviert. Wir haben das eine Woche gemacht, sofort weg, weil ich kann halt nicht das nachher irgendwie auf YouTube hochladen oder so, wenn die ganze Zeit diese Sounds eingeblendet werden. Zack John hat dann generell mit seiner Social Media Präsenz aufgehört und hat halt seitdem nichts mehr gepostet. Aber viele Leute haben einen alten, was heißt alten, ein paar Tage alten Ausschnitt aus seinem Twitch-Stream als indirektes Geständnis gedeutet, je nachdem. Chan, du bist ja besser als viele Content-Creator. Ja, auch nicht wirklich. Ich bin auch manchmal echt scheiße. Ich war auch einfach viel scheiße. Ich war auch zu ganz vielen Freunden scheiße. Ja, auch auf so vielen Leveln, dass ich mich gar nicht entschuldigen kann für die ganze Scheiße, die ich verbockt habe. Aber was soll ich machen? Was? Ich entferne mich jetzt einfach aus dem Internet. Und hoffentlich reicht es damit. Also wenn das jetzt wirklich auf die Situation unter anderem auch bezogen ist, weiß ich nicht, ob es damit erledigt ist, Chan. Ob es erledigt ist mit, ich gehe aus dem Internet raus. Für deine mentale Gesundheit, safe, definitiv wichtig, dann da rauszugehen und sich nicht der Hate-Welle auszusetzen, die jetzt kommt. Aber der wird nachts im Bett nicht ruhig liegen und ruhig schlafen, sondern wird trotzdem an die ganze Geschichte denken und sich denken, boah, was schreiben die Leute jetzt wohl mir auf meinem alten Profil, was ich deaktiviert habe oder so, ne, wisst ihr? So, das ist jetzt erstmal nicht gut. Wir haben jetzt zum einen einen Chan, der gesagt hat, yo, ich verkaufe meinen PC, ich schaue mir das gar nicht mehr an, ich lese die Kommentare nicht mehr, ich bin dann. Und auf der anderen Seite hast du halt jetzt solche Anschuldigungen. Was, also wie gehst du damit um? Kommst du halt jetzt zurück und droppst ein Statement, kommst nicht zurück und lässt es einfach gut sein? Oder du machst es wie Yo Olli und transitions zur Witzfigur? Es ist keine leichte Entscheidung. Na, schau, ich versuche das hier alles so ein bisschen halbwegs in einer guten Mood zu halten und sowas, aber ich weiß halt auch, yo, das belastet halt sehr, sehr viele Menschen. Vor allem. Ja, ist ein heftiges Thema, ne? Also so, da waren wir gestern erst, aber ich find's schwierig. Genau bei dem Thema jetzt noch irgendwie so mit Witz und Humor, da jetzt noch sich um über irgendwas lustig zu machen, weil es ist halt wirklich, wirklich einfach nur traurig und schockierend. Ja, das Ding ist, prinzipiell hätte ich jetzt erstmal gesagt, nicht zu früh ihn anschuldigen, auf Beweise warten, bla bla. Aber dass er jetzt sagt, yo, ich merke, hier baut sich gerade was auf, ich habe viel Mist gemacht und deshalb verziehe ich mich jetzt, gehe einfach offline und versuche das alles einfach so zu ignorieren, das ist ein sehr schlechtes Indiz. Das beweist jetzt noch nichts, aber das geht schon in eine sehr schlechte Richtung für Chan. Das verheißt nichts Gutes, wisst ihr? Oh Mann, ey. Klar, der Sinn von meinen Reactions ist, ich will meine Meinung zu den ganzen Sachen abgeben und das Ganze kommentieren, dass ihr vielleicht auch so einen Einblick habt, wie sehe ich das und so verschiedene Meinungen einholt und euch dann vielleicht eure eigene Meinung bilden könnt. Aber an der Stelle finde ich es unglaublich schwer, euch jetzt irgendwie was zu sagen, ohne in eine Richtung das Geschehen zu lenken, ohne dass ich das will. Ich will jetzt hier nicht jeden Gedanken und jedes Gefühl, das ich habe, mit euch teilen, weil ich die Befürchtung habe, es vielleicht zu sehr in eine Richtung zu lenken. Bevor es für irgendwas irgendwelche Beweise gibt, möchte ich nicht, dass ihr sowohl auf der Täter- als auch auf der Opferseite irgendwie Hass empfindet, wegen, ob jetzt Glaubwürdigkeit hier oder Glaubwürdigkeit da. Wisst ihr, wie ich das meine? Safe, oder? Ich kann es, glaube ich, nachvollziehen, oder? Deswegen, tricky Situation. Weil wir doch Leute von Apple War Pictures, die damals halt auch im Team waren und sowas, die halt eigentlich nichts damit zu tun haben. Aber ja, ich würde das einfach mal so stehen lassen und warten, was da noch so kommt in Zukunft. Wie gesagt, das sind alles nur die Facts, die wir gerade eben haben. Es kann auch 100.000 Sachen geben, die da in der Zwischenzeit passieren. Ich hoffe trotzdem, das Video hat euch gefallen, meine Freunde. Lasst mir, sollte es so sein, gerne ein Like da. Lasst mir gerne ein Abo da für die Leute, die es noch nicht gemacht haben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und damit bis zum nächsten Mal. So, was haben wir für eine Szene nach der Endcard? Okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, Digga. Einfach der Viscavasa, Digga. Oh, Jemine. Oh, Jemine. Boah, mehr habe ich jetzt auch nicht mehr zu sagen dazu, ne? Als einfach nur, oh, Jemine. Ich möchte an der Stelle einfach appellieren, alle von euch, passt bitte auf, was ihr im Internet macht, ne? Also angenommen, das würde stimmen, angenommen, diese Vorwürfe sind wahr, passt bitte auf, wem ihr euch im Internet anvertraut, ne? Gerade die Jüngeren von euch, wer von euch 12, 13, 14, 15 ist, bitte, 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 passt ganz gut auf im Internet. Nicht alle, bei denen es vielleicht so wirkt, meinen es gut mit euch und nicht allen kann man vertrauen. Im Gegenteil, vertraut lieber erstmal vorsichtshalber niemandem, den ihr nicht persönlich kennt, ne? Ja, mit dem Appell würde ich das hier gerne beenden heute. Und nach diesem heftigen Thema geht's hier direkt weiter mit einem weirden Thema. Ein Kind wurde für Klicks missbraucht, das ist auch absolut heftig. Und warum das Ganze asozial ist, erfahrt ihr in diesem Video.